Willkommen zurück beim Bausimulator. Der MM hat dank mir jetzt ja die Extraaufgabe gekriegt, das alles richtig auszugießen. Ja, er ist aber schon fertig. Bockfertig. Bockfertig bin ich. Absolut. Wodka. So. Jetzt müssen wir die Sachen von meinem LKW da oben hinbringen. Siehst du das, wie die Palette hier drunter hängt? Moment, da bist du. Wie einfach der Betonkübel runterfällt. Wir waren ja im Weg. Das war jetzt gut. Und wo muss jetzt die Ware hin? Ich sehe da, wo die Hütchen stehen auf dem Dach. Das ist ein Betonbottich. Daneben. Oh. Machst mir Angst. Ich glaube, mein Kran ist zu kurz. Ja. Kann es nur hier hinstellen. Dreh mich. Ich werde mal meine Ansicht drehen. Meine Ansicht ändern. Ja, änder du mal deine Ansicht. Ich stell dir das halt jetzt schon mal darauf und dann müsstest du es halt noch in die Zone da reinbringen. In die Zone. In die Zone. Oh. Huh. Was machst du denn? Ich rede mit einem Dialekt, der uns ein paar Zuschauer kosten könnte. Sehr gut. Siehst du das? In der markierten Zone? Genau, siehst du die Sachen, die ich da raufstelle aufs Dach? Wenn ich hinfahre, ja. Achso. Ich stell die hier vorne aufs Dach, weil weiter komme ich da nicht hin. Würde ich jetzt auch sagen. Mist, er hat's gemerkt. Ah! Ja, sehr gut. Das steht schon richtig. Nicht schlecht. Richtig schön mit dem Schwung abgeholt. Da geht was. Und dafür auch mal Glück haben. Ja, ja. Das steht. Ja. Ah nee, das hat er noch nicht gezählt. Aber echt? Das leider noch nicht, aber vielleicht wenn du das nächste da drauf schmeißt. Vielleicht zählt das dann. So. Ich würde sagen, es läuft. Ja, ja. Ohne Kran hätten wir wahrscheinlich jetzt einige Probleme mehr, schätze ich mal. Ja, da hätte ich halt komplett ums Haus rumfahren müssen. So kann ich es dir einfach dahin stellen. Das ist schon ein bisschen praktischer. Hat das gezählt? Ja, das hat alles gezählt. Nur halt die Ziegel nicht. Werde ich mich dem Problem mal annehmen? Runter? Jetzt? Nee. Oder habe ich die falschen gekauft? Nein, habe ich jetzt die falschen gekauft? Was sind denn das? Sind das große Ziegelsteine Beton? Ja. Oder warte mal, ich schau mal, was ich jetzt gekauft habe. Dass ich jetzt die falschen Ziegelsteine gekauft habe. Wo kann ich das nachschauen? Firma. Einmalige Ausgaben. Materialkosten. Warenlager.
Der Baustoffhändler hat mir die falschen Ziegel mitgegeben. So was auch wunderbar. Ja. Also ich habe definitiv nicht die falschen gekauft, weil da ich der Chef bin. Hallo? Ey! Das ist Warenbestand! Ja, aber du müsstest die wirklich runterschmeißen, sonst mecke dahinter rum. Ich habe die falschen Ziegel gekauft. Ich meine, der Baustoffhändler hat mir die falschen Ziegel gegeben. Der traut sich was. Das glaube ich auch. Also. Es kostet sich auf jeden Fall ein paar Leberkäsebrötel und einen Kasten Bier, wenn ich sowas hier sag. Schon die Aktion davor kostet mich schon einiges. An Leberkäsebrötchen. Ich glaube, so viel gibt's an den ganzen Stand nicht. Ja, aber da gibt's ja zum Glück mehrere. Mehrere Ständer. Mit. Die plündern wir ganz schön. Oh ja. Eieieiei, die falschen Ziegel gekauft. So fängt's an. Ja. Da war ich wohl unkonzentrat. Dafür darfst du zur Strafe dann wieder aufladen. Ja. Eieiei. Tja, wenn du jetzt gerade da nichts zu tun hast, kannst du ja schnell mit reinspringen. Könnte ich machen. Ich bin da. Ja, finde ich gut. Aber denk an meinen empfindlichen Magen. Ui. Seit wann ist denn deine Wand? Die hat wohl die Konkurrenz da aufgestellt. Ich glaube auch, der Baustoffhändler ist von der Konkurrenz bezahlt, damit er uns falsche Ware gibt. Ja, weil das kann ja nicht passieren, dass der Chef da was Falsches kauft, also. Nee, das war Sabotage. Warum packen die immer so in der Einflugschneise? Das ist ja... Schlimm ist das. So, warte, nehme ich mit. Oh, fast. Hätten wir schon wieder zum alten Metall bringen können. Ja. Also es macht richtig Spaß, hier neben dir zu sitzen. Nichts zu tun. Oh. Ja. Ja, ich kann das. So, jetzt schalte ich das mit den Heiniger da zusammen, dass ich die falschen Ziegel gekauft habe. Kannst du gleich sagen, dass ich seinen Chef kenne? Ja, ich scheiße nicht zusammen, dass ich die falschen Ziegel gekauft habe. Ist ja fast wie in echt. Fast wie nicht. Mein Kabelreceiver funktioniert gar nicht bei der Satanlage. Sind sie zu blöd, mir das Richtige zu verkaufen? Ja. Mit diesen Zufällen. Ja, das ist schon komisch. Aber ich sag mal, die paar Ziegeln, die können wir bei uns zwischenlagern. Ja, das sehe ich als kleines Problem. Nix. Solange die nicht an Wert verlieren. Nee. Sind ja noch Ziegel. Wir müssten eventuell nochmal auf eine Kleinigkeit im Spiel eingehen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Weil wenn man hier keine Aufträge hat, beziehungsweise kein Geld hat, gibt es auch noch die Transportaufträge. Wenn man zum Beispiel das Muldenfahrzeug hat, kann man mal schnell für die Konkurrenz Mulden fahren. Das könnte man vielleicht wirklich mal machen. Einfach mal zwischendurch, nur zum Zeigen. Ja, dass wir dann zusammen da mal eine Mulde wegfahren. Weil es kann ja sein, dass mal ein Auftrag schief geht, wie man an diesem Let's Play sehr schön gemerkt hat.
Ja. Und dann diese Ausbaustufe und da kann man sich mal schnell ein paar Cent dazu verdienen. Ist ja so, dass man diese monatlichen Kosten hat. Ich weiß jetzt leider nur nicht, in wie viel Zeit, wie lange das dauert, bis da immer Geld abgebucht wird. Ja, hast du noch ein Geld? Ja, ich habe ja noch 329.000. Ja, ich habe nur 313.000. Ich habe ja jetzt für den ersten Bauschritt 106.000 gekriegt. Ich meine, ich habe da nichts für gekriegt, weil das so schief gelaufen ist. Oh. Also im Normalfall hätte mir das Geld gut geschrieben werden müssen. Doppelt. Und dreifach. Merke schon, du stapelst da leicht hoch. Ja, muss ich nämlich nicht immer den Kran komplett einfahren. Gefickt eingeschädelt. So, sicherst du die Ladung? Das wäre ja Bin schon spitze. rausgesprungen. Kommst du so hoch? Ja. Ladungssicherung nicht möglich, zu hoch gestapelt. Naja. So, ich sitze wieder im warmen LKW. Das war äußerst interessant. Angeordnet, nicht schlecht. Ja. Vor allem halt, dass durch die dritte Palette so der Gurt noch so halb durchgeht. Aber es hält. Richtig. Die ist um die Palette gewickelt. Okay. Also da haben sie schon was dabei gedacht. Ja, aber das ist echt gut zu wissen, dass wir dreifach hochstapeln können. Und wir passen sogar noch unter der Ampel durch. Richtig. Jetzt sehen wir es gleich. Jetzt bin ich hier live dabei. Genau unter der Ampel durch. Oh, aua, aua, aua. Oh Gott. Oh, war ja. 38.000. Wahnsinn. Also zuerst hatte ich ja Bedenken, ob wir das schaffen, immer wieder genug Geld zu verdienen, dass wir monatlich über die Runden kommen. Aber wenn wir jetzt so Großaufträge machen, das ist schon nicht Sollte schlecht. das, Huch! sollte das, sollte das klappen? Ja. Ah, das sah jetzt sehr lustig aus, wie die ganzen Paletten mitgewackelt haben. Ich sehe die Baustelle schon. Ein Traum ist es. Ja. Was ist denn da jetzt los? Ja, der CRV sabotiert gerade ein wenig. Der hört für unseren Anwalt. Achso, du hast auch schon die Ladung entsichert. So, sorry. Mein Ja. Fehler. So, du bist schon im Kran? Hier Krane gerade. Du bist ein Kranich? Naja, klang jetzt eher wie tote Katze. Ja, das ist ein normales Geräusch einer toten Katze. Ich glaube, das geht so noch nicht, dass wir es in der Luft übergeben. Warum denn nicht? Ja, schlecht wäre es ja nicht, weißt du? Ich lasse es fallen und du greifst dann gleich zu. Er weigert sich, das zu nehmen. Dann nimmst du wieder nur die Palette von da drunter. Denkst du? Jetzt war ich da unten, jetzt will ich sie auch haben. Muss ich aber mein View ein wenig drehen. So. Und sie schwebt.
Also wenn jetzt dann noch eine Etage kommt, was wahrscheinlich kommen wird, dann werde ich dir nicht mehr so gut helfen können. Wobei, so gut helfen ist jetzt ein Gerücht. Also bei diesem Bau halte ich es definitiv für ein Gerücht. Ja, absolut. Nanu, da schleift die Palette übers Dach. So, jetzt muss... Der Krankübel muss noch weg. Die alles für Wünsche haben. Ja, ja, der Harpe wieder. 94% habe ich noch. Ja, so, und er steht in der Luft. Warum? Wow. Krass. Hast du auch einen Erfolg gekriegt? Nee, weil ich bin ja... Ich hab Palettenangler gekriegt. Schließen Sie 10 Kran... Ich hab ein anderes Problem. Was denn? Der Betonkübel hängt jetzt irgendwo im Haus fest. Im Haus? Also, okay. Bin hier los. Oh oh. Was denn? Jetzt bewegt sich bei mir nichts mehr. Warte kurz auf dem Sink. Jetzt steckt der den Armierungseisen fest. Ja, ja, bei mir schwebt er jetzt so leicht übers Dach. So, jetzt musst du weiter die Sachen gießen. Wahrscheinlich jetzt erstmal den Boden. Dann würde ich sagen. Jetzt. Dann hole ich in der Zeit schon mal einen großen Generator. Dann hol den Generator. Ich generiere hier einen neuen Boden. Ja, soll ich mal ein bisschen was erzählen? Weißt du, was du davor gemacht hast? Diese Wände gießen. Ja. Jetzt kannst du ja noch keine Wände gießen, weil jetzt ist ja noch kein Boden da. Ja, das stimmt. Aber wenn der Boden da ist, darfst du neue Wände gießen. Nein, nein, nein. Ja, ich hab dann Feierabend. Ja, ja. Also nicht, dass gerade bei dir so hing, hung, hang, das Spiel. Bei mir kam dieser Erfolg, dass ich 10 Kranmissionen abschließen muss, obwohl ich doch nie was im Kran gemacht habe, außer mal kurz drin gesessen. Und dann hat das Spiel geladen. Und geladen und geladen. Und deswegen war bei dir der kurze Desync da. Dachte mir schon, oh nein, jetzt stürzt es ab. ...79% habe ich noch. Also wenn alles gut geht, kann ich vielleicht noch... Ja. ...komplett gießen. So, jetzt lese ich es mir aber zweimal durch, was ich holen muss. Wäre besser, ja. Boah, das ist eine Menge hier zu gießen. Mein LKW war müde, hat sich hingelegt. Wieder? Ja, ja, ja. Ich komme gleich beim Baustoffhändler an und dann machen wir nochmal eine, also Ende der Folge, weil wir dann bei 20 Minuten sind. Ich würde sagen, wir gießen offscreen ein wenig weiter. Das können wir gerne machen. Weil sonst, ja, dann ist es ein Let's Gieß, ne? Ja, ja. Let's Gieß together. Let's Gieß together. Okay, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. No.